Ja, willkommen zu einem kleinen Quickie. Quicksilver Games. Mein Name ist Basti GRG. Ich habe ein wenig Kompetenz gerade verloren, weil ich echt gerade mega cold bin. Das sage ich ihm jedes Mal am Anfang. Aber trotzdem haben wir die Zickzack-Power auf unserer Seite. Hoffe ich zumindestens. Und. Ja, und Freunde, ich habe die Idee gehabt, vielleicht jeden Tag eine Quick Survival Games Runde zu bringen für die nächste Woche. Müsstet ihr einfach dem Video mal eine positive Bewertung geben, bei 250 Likes würde ich sagen, ja, okay, Molk. Und ich weiß, es kommt immer eklig mit diesen Likes und so weiter. Aber heutzutage. Ja, keine Ahnung, heutzutage musst du einfach mithalten. Und. Das Ding ist, dass der Typ jetzt hier sein. Na gut, sein Brustpanzer brauche ich gar nicht. So, weiter. Ja, das Holzschwert könnte ich eigentlich noch aufheben für den Achilles. Oh mein Gott, diese schlechten MCPP-Witze sind. Schlecht. Da haben wir die Hose. Ihr merkt schon mein Aim, ne? Mein scheiß Aim ist mega schlecht. Och, na. Och, der kriegt ja nicht mit. Das juckt den nicht. Das juckt den nicht. Ob man nun da ist oder nicht. War da ein Bogen drin? Nee. Ich dachte. Okay, ist mir. Obwohl. Kompetenz zeigen. Ja, ist halt die Frage. Ja, auf jeden Fall jeden Tag eine Survival-Games-Runde. Ich würde dann trotzdem vielleicht noch HG bringen, aber dann würden wir halt dieses NEGGGG absolut in die Höhe treiben. Aber ich meine, ihr wollt ja bestimmt actionvolle Gameplays haben. Und ich denke mal, wo, wenn nicht hier in Quick Survival Games? Also hier ist ja echt viel Action. Und wenn ihr dann noch mehr Action in ZugPP haben wollt, dann wartet ab, bis PvP Dojo 2.5 draußen ist. Das werde ich dann von Anfang an wieder richtig aufnehmen. Habe ich voll Bock drauf. Da ja unten den Lag, sag ich mal, der auch nicht so krass war, sag ich mal. Wird alles besser sein. Meine Fresse. Jetzt zum Deathmatch schön lau sein. Schön lauch. Ja, genau, 15 Sekunden. Ach, leck mich, Alter. Ja, toll. Ein Goldapfel wäre mega Premium. Ja, ich soll erstmal wegrennen. Ich hoffe, das ist so eine. Ja, als wenn es jetzt die kleine Map ist, oder? Scheiße. Na gut, 7 Herzen gehen eigentlich. Direkt wird der Bo-Typ. Der auch direkt trifft, ne? Könnt ihr auch an der Seite lesen, ne, dass hier Team verboten ist. Brennt der? Der brennt. Okay, nicer Typ. Ist hier gestorben. Und jetzt immer noch dieser Zockerfreund, Alter. Wo ist denn der jetzt hin? Nice. Ja, GG. Ich guck mal gleich nach, wie lang die Runde war. Und dann muss ich noch entscheiden, ob ich noch eine dr hinten dranhänge. Guck mal, richtig cool geantwortet somit vielleicht. Und ja, ansonsten würde ich jetzt eine noch hinten dranhängen. Ja, ich mache wenn noch eine extra Verabschiedung. Also bis gleich. Okay.
Okay, also dass jetzt 5 Minuten ein bisschen zu wenig ist, hätte ich mir nicht auch schon vorher denken können. Ja gut, ich glaube, als Quick Survival Games für ein Video muss ich immer 2 oder 3 Runden reinknallen, weil sonst ist es, ja, ein wenig knapp. Wow, die Map ist ja mal krass, dass ich keinen Gegner sofort sehe, der mich dann sofort hitten könnte. Okay, wenn ich jetzt eine Rüstung habe. Danke. Dann wäre ich oft zufrieden und das bin ich jetzt auch. Abstauber-PP hier. Oh mein Gott. Ich habe kurz gefailt. Muss mich erstmal regenerieren. Wenn ich so aus der Puste bin von diesem harten Fight. Gehört. Oha! Guck mal, habt ihr den gesehen, den Sneak-Typen da? Cool. Komm, 9 Herzen will ich wenigstens haben, um da... ...einzugehen wie so ein Chaot. Ihr habt ja vielleicht mitgekriegt, dass ich auch FIFA 15 auf jeden Fall spielen werde und jetzt ist die Web-App gestern rausgekommen. Für mich auch eine Suchtphase, jetzt erstmal ein bisschen zu traden. Also mehr Münzen zu holen, da es jetzt auch verboten ist, sag ich mal, Münzen zu kaufen. Über MMOGA oder, keine Ahnung, privat, sag ich mal. Damit EA natürlich einerseits ein bisschen mehr Umsatz macht, natürlich. Ist ja auch ein Unternehmen, was Geld machen möchte. Ich denke mal, davor haben sie bestimmt gar keinen Umsatz gemacht. Aber an sich ist die Sache nicht so schlimm, finde ich, weil der Markt dadurch echt komplett ausgeglichen bleibt. Und ist dann in sich eine Sache, mit der ich leben kann, weil dann ist man auch nicht so verlockt, sage ich mal, so diese krassen Spieler direkt alles zu kaufen. Sondern du musst dich halt schon anstrengen und ein bisschen sparsamer bleiben. Das verstehen es vielleicht nur so die Leute, die es vielleicht auch selber spielen oder da in der Video-Section aktiv sind. Das war knapp. So, ich muss mich jetzt hier raggen. Es leben noch 2 Gegner. Weil ich will nicht so gerne mit 3 Herzen ins Deathmatch reinstarten. Aber 20 Pfeile, wenn jetzt gleich hinterkommt. Ich kann euch mal was ehrlich erzählen. Das ist aber nicht meine Schuld. Aber Schmocki hat mich zum CSGO-Spielen gebracht. Keine Sorge, ich werde es hier nicht auf den Kanal bringen. Weil wir jetzt gerade bei FIFA 15 schon waren. Aber es macht mir eigentlich ganz ehrlich Spaß, aber ich spiele es ganz ehrlich, ich spiele es überhaupt nicht oft. Also ich spiele es dann, wenn Schmuck irgendwie was will. Aber an sich macht es mir schon Spaß eigentlich. Also ich wollte es nur so sagen, eigentlich FIFA und CSGO sind so die einzigen beiden Sachen, die ich eigentlich noch nebenbei so privat, sage ich mal, privat spiele. Und aber FIFA auf jeden Fall dann mehr als... CSGO. Okay, gut, dass ich ihn treffe. Bisschen gezickzackt. Ein Eisenschwert? Nein. Ah, ich hasse diese Bow-Scheiße, das ist so schwul. Aber ich habe eigentlich noch ganz gut viele Pfeile. Hey, hier war doch ein Eisenschwert, ich schwöre. Schwöre, Mann! Hey, hey, hey. Hey, war da kein Eisenschwert jetzt ernsthaft? Ich hab's doch gesehen. Jetzt hör auf rumzuschießen, wie so ein Idiot. Triffst eh nicht. Typisch. Können wir jetzt mal bitte hinne machen?
Komm, Digga. Guck mal, wie lange er zielt. Was hat er jetzt gemacht? Hat sich selber abgeschossen. Ja, komm, ich kann diesen Bowspam auch. Oh, Mann. Digga, und jetzt wird's Staub gesaugt. Ja, jetzt hab ich ihn. Spiss in der Falle. Nice, GG. Ja, also wie gesagt, 250 Likes. Und dann gibt's eine Woche voll geballert mit Survival Games. Ihr wollt Quick Survival Games. Ihr könnt mir gerne auch wieder Themen in die Kommentare schreiben, die ich dann auch in den Runden ansprechen kann. Ich hoffe, ihr nehmt es nicht so übel, dass ich so jetzt irgendwie so ein bisschen so das mit den Likes gemacht habe. Aber ich will es einfach nur so ein bisschen pushen, dass ihr auch motiviert seid, sozusagen auch eine positive Wertung zu geben, da man sowas nicht vernachlässigen sollte. Da ist ja mir auch die Motivation gibt, weiterzumachen. Ne? Diese Standardsprüche kennt ihr alle, auch bestimmt von anderen YouTubern. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.